Hallo Leute und herzlich willkommen zu Phasmophobia mit Tim und Hoshi. Hallo, schönen guten Tag. Genau, der Geist ist übrigens Robert Clark. Nur so als Info für alle. Ja Leute, wir haben einfach eine Taschenlampe zu wenig. Macht auch immer das Wasser an bei Wasser hin, dann können wir sehen, ob es dreckig wird. Das heißt, es ist ein Geist in der Nähe. Robert Clark. Oh Gott. Wo? Beim Esstisch? Hier. Okay. Scheinbar sehr verfressen. In der Küche. Nein, nicht Küche hier. Oh, ich habe einen Knochen gefunden. Wer hat den Foto-Dings da? Okay, mach Foto. Let's go, nice. Hat jemand das Geisterbuch? Ja, warte, ich kann es hier hinlegen, stimmt. Oh, Gefriertemperaturen, denke ich. Echt? Ja. Oh, ja, Gefriertemperaturen. Okay, nice, das haben wir schon mal. Okay, jetzt, habt ihr das auch gehört? Was? Ich habe so einen Sound gehört, dass die Tür verschlossen wurde. Aber sie ist noch offen, alles gut. Die Tür ist offen. Tim? Hallo? Ja, einfach so, hallo? Hallo? Tim, was ist? Wo bist du? Stimmt, du hast hier gar nicht, Leute, Mann, wir kommen dich suchen. Wo bist du denn? Bist du hochgegangen? Hörst du mich? Hallo? Tim? Ja, wo bist du? Siehst du uns alle? Ach hier, lol. Okay, nice. Let's go. Ja, ich glaube auch, wir sollten noch runtergehen, dort wo der Geist auch ist. Gut, Alter, ich rede einfach über das Normale. Ich sollte über das Mic reden, Alter. Ja, wir kommen runter. Wie halt Robert Clark hieß der Geist, oder? Ja, irgendwie so. Robert Clark. Bitte. Oh Gott. Ja, Digga, muss los. Die Kellertür ist aufgegangen. Oder zu, ich weiß es nicht. Nee, Tim, auch Gott selbst mal. Sollen wir Tim einfach unten lassen? Wow. Hallo, Leute. Sag nichts, Tim. Sag nichts. Taschenlampe aus. Okay. Warte, Tim, wir haben ein Problem. Du bist im Keller. Hallo? Ja, moin, servus, moin. Warum seid ihr hier? Wir haben Angst. Warum seid ihr hier hinter der Pflanze? Das ist meine Safe Zone. Ah ja. Machen wir den Keller wieder zu. Hat er ins Wasserbuch geschrieben? Nee. Hört ihr mich? Ja. Wo ist der Keller? Ja. Da vorne. Oh shit, Licht aus, verstecken. Schauen, ob irgendwo eher mal 5 ist. Alter, bist still? Nee, ich sehe nur eher mal 4. Nein, Tim. Oh Gott. Läuft da rum? Bin ich das? Das ist der Geist. Wo ist der Geist denn? Hey, ich sehe ihn auch nicht. Ich glaube. Ich glaube, er traut sich nicht so ganz. Geht nicht weg. Hey, es ist verbuggt. Dann nehme ich dich und Lab. Oh Gott. Er ist bei Tim in der Nähe. Ich bin tot. Hä? Wie random. Oh nee, Tim. Oh Gott, er ist immer. Oh Gott. Voll auf den Stuhl hier geknallt, Alter. Ach Mann, Tim. Tim ist aber, so ein Idiot. Aber wo war der auch? Ich hab den null gesehen. Okay. Weißt du das? Hat er. Hallo. Hatte er mir 5? Warte mal, ich hab eine Idee. Scheiße. Hey, kannst du mal wieder kommen, Alter? Hallo? Ja, hallo? Hallo? Kannst du mal bitte wieder reinkommen? Nein? Ich habe eine Kamera aufgestellt. Komm raus. Okay, warte, ich. Oh fuck. EME5. Guck durch die Kamera bitte. Oh, das bringt dir gar nichts. Okay, wir brauchen Sanity-Pillen. Oh scheiße, er huntet. Lasst ein Like da, Leute. Hey, Tim. Tim? Hallo? Was ist mit Tim? Och man, unbedingt eintragen, Leute. Tim? Bist du auch tot? Ja. Es war eben 5 Ebene und Gefriertemperaturen und wahrscheinlich noch Geisterorb. Phantom, sag ich. Aber ich weiß es nicht. Ich hatte es richtig.
Ich hatte ein Phantom gesagt und das ist einfach richtig. Lol. Sie sind alle raus. Aber ja, so. Ich bin heute im Game. Es ist, aber ich auch. Ich hatte recht. Ich hatte recht. Es war ein Phantom. Ja, ich auch. Ich hatte das auch getimmt, weil ich dachte, es sei ein Phantom. Nein, wow. Aber du bist so ein Idiot. Ich habe es dir irgendwie 10-mal gesagt. Du sollst rauskommen. Aber nein. Nein. Ja, Alter, ich wollte halt gucken. Was passiert? So ein Idiot. Wir müssen Beweise sammeln in diesem Spiel. Wir hatten die Kamera. Ja, okay, das stimmt. So ein dummer Bastard. Aber als ich dann rausgelaufen bin, hat er gehandelt und ich konnte halt nicht mehr raus. Und dann hat er mich getötet. Ja, also kann ich prinzipiell nichts dafür. Du bist ein Idiot, das Ganze. Okay, Leute. Schaut unbedingt bei Tim vorbei. Der ist ja auch ziemlich am Anfang draufgegangen. Und nochmal special thanks to Dino Doktor bzw. Hoshi, dass er mir geholfen hat. Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.